Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Alexander von fototrainer.com und ihr habt den Livestream eingeschaltet. Vielen Dank dafür. Ihr wisst ja, wir haben jeden Dienstagabend einen Livestream zum Thema Objektive, zum Thema Kameras und noch vielen anderen Sachen. Und ich bin heute hier nicht alleine, sondern ich habe heute gleich zwei Kollegen mitgebracht. Hallo und herzlich willkommen. Beide sitzen in Berlin, nämlich mein Kollegen, den Stefan Gericke. Stefan, hi, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Ich hoffe, ihr könnt mich hören und auch sehen. Aber jetzt sehe ich gerade, dass wir dein Bild steht. Mein Bild steht. Aha, ihr seht mich also nicht. Wir sehen dich, aber das Bild steht. Das hatten wir ja neulich schon mal, das Problem. Und macht aber nichts, der Stefan wird das Problem im Hintergrund lösen. Der zweite Kollege, der kann vielleicht, ach, der kann nicht Hallo sagen, weil er kein Mikro hat, ne? Das ist der Merlin Ulrich, der früher auch in unserem Trainerteam war. Grüße von aus Köln nach Berlin auch zu Merlin. Hi. Grüße an dich, Merlin, vom Lachs. Das hatten wir ja neulich schon mal, das Problem. Und sehr gut. Grüße und man zurück hört euren an dich. Stream im Hintergrund. Vielleicht könnt ihr den noch mal kurz leise schalten, weil ich höre mich sonst gerade doppelt. Das ist der Merlin Ulrich, der früher auch in unserem Trainerteam war. Also irgendwo kommt okay. Euer Ton doppelt an gerade. Ja, den haben wir ja jetzt behoben. So, wir versuchen gerade noch die letzten kleinen technischen Sachen zu lösen. Kurz kann ich vielleicht kurz erklären, bevor wir natürlich jetzt sofort mit dem Thema starten. Ich war bis gerade eben unterwegs, sprich ich bin gerade nach Hause gekommen, habe noch gerade die Lampen ins Studio wieder gehängt, die hatte ich nämlich heute dabei, um hier pünktlich den Livestream zu starten. Und das ist auch der Grund, warum wir heute erst um 20 Uhr starten. Wir wollen ja heute über Objektive sprechen und zwar über ein bisschen speziellere Objektive, nämlich die Makroobjektive für die Sony Alpha 7 Serie. Und während wir nebenbei versuchen, das Bild von Stefan wieder ans Laufen zu kriegen. Ja, würde ich sagen, fangen wir zwei schon mal an, Stefan, ein bisschen über das Thema zu talken. Und ja, der Ton kommt doppelt, genau, das habe ich auch gehört. Vielen Dank, Carsten, für den Einwand. Wie schaut's aus? Hörst du das, Stefan, oder hörst du das nicht? Nebenbei versuchen, das Bild von Stefan wieder ans Laufen zu kriegen. Ja, würde ich Stefan? Sagen, fangen wir zwei schon mal an, Stefan. Jetzt ist auch der Ton von Stefan weg. Okay, das heißt, der Stefan ist wohl rausgeflogen aus irgendeinem Grund. Das tut mir jetzt sehr leid. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt sofort gelöst. Ansonsten fange ich erst noch mal alleine an und erzähle ein bisschen was, bis der Stefan gleich wieder da ist. Also, wir haben gesagt, wir wollen ja über die verschiedenen Objektivtypen sprechen und jetzt gleich wird es eben weitergehen mit dem Thema Makroobjektive. Wir haben ja schon über Standardzooms gesprochen, über Telezooms, über Weitwinkel haben wir schon gesprochen, über Porträtobjektive, über 50 mm und wir haben natürlich auch noch eine ganze Menge mehr vor. Und bevor wir jetzt in Tiefe gehen, dafür würde ich natürlich gerne auf Stefan noch warten, schreibt mir doch bitte mal in den Chat, welche Objektive euch denn besonders interessieren heute. Dann können wir natürlich hier gleich ganz gezielt auch darauf eingehen. Und das wäre natürlich auch mein Ziel, dass ihr alle Fragen stellen könnt. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. In der Beschreibung findet ihr die Liste der Objektive, über die wir heute auf jeden Fall sprechen. Vielleicht werden es auch noch ein paar mehr. Und ja, ich würde mir wünschen, dass ihr euch rege mit mir austauscht. Und ich wechsle mal kurz auf die andere Kamera. Dann kann ich nämlich auch nebenbei noch ein bisschen was lesen, was ihr denn hier so schreibt. Und ja, ich warte noch auf den Stefan. Der müsste aber, wie gesagt, jeden Augenblick sich wieder einwählen. Bei mir ist er komplett verschwunden in der Leitung. Gut. Ich würde sagen, ich stelle euch als erstes mal die Objektive vor und man hört mich doppelt. Und ja, ich warte noch auf den Stefan. Das ist schlecht, wenn man mich doppelt hört. Sorry dafür. Ich versuche das Problem mal zu lösen, weil eigentlich sollte man mich hier jetzt gerade gar nicht hören. Ich würde sagen, ich stelle euch als erstes mal die. Aber ich höre mich auch doppelt, aber das liegt mit Sicherheit daran, dass der Stefan rausgeflogen ist. Ja, ja, okay. Dann werde ich mal probieren, ob wir jetzt die Möglichkeit haben, das besser zu nutzen. Ah, jetzt weiß ich auch warum. Entschuldigung, das war mein Fehler. War nicht die Internetverbindung, sondern es war einfach mein Fehler. Soll aber kein Problem sein. Ich denke, wie gesagt, der Stefan kommt gleich wieder. Mein Ton müsste jetzt weg sein. Okay, also, wir haben gesagt, wir wollen heute über Makroobjektive sprechen. Und bei Makroobjektiven ist es so, der Ton ist doppelt, nur das Bild besser. Ah ja, der zweite Ton müsste jetzt weg sein. Also sorry für die technischen Probleme, aber wir sind hier wie immer kurzfristig reingestürmt. Und ja, ich bin etwas verwundert. Da kommt der Stefan wieder, dann können wir auch wirklich gleich starten. Ich bitte euch also, das zu entschuldigen heute. Es war alles sehr, sehr knapp und sehr, sehr eng genäht. Und jetzt müsste der Ton auf jeden Fall kommen. Stefan kommt auch gleich wieder dazu.
Ich habe mir heute überlegt, wie teilen wir die Objektive, die Makroobjektive so ein bisschen ein. Und was ich besonders wichtig fand, war, dass man Objektive natürlich auch für verschiedene Sachen nutzen kann. Deswegen habe ich die Objektive heute wieder nach manuell Fokus und Autofokus eingeteilt. Ich weiß, im Nahbereich, da sind ja manuell Fokus-Objektive wirklich auch oft im Einsatz und da macht es auch Sinn. Aber viele von euch werden das Objektiv ja vielleicht nicht nur für Makro kaufen, sondern vielleicht auch noch für Porträts oder für andere Sachen. Und dementsprechend wäre es natürlich auch wichtig zu wissen, kann ich das Objektiv zum Beispiel mit dem Augenautofokus nutzen, wenn ich Porträts damit machen will. Weil das ist ja eine echte Erleichterung. Das geht zwar manuell auch immer alles, aber es ist natürlich mit Autofokus ein bisschen schöner. Und deswegen habe ich mich entschlossen, die eben so aufzuteilen für euch. Nichtsdestotrotz werden wir auch über die manuell Fokusobjektive sprechen. Und ich habe euch hier vorne ja auch ein bisschen was aufgebaut. Ihr werdet es gleich wieder sehen. Sehr gut. So, Stefans Bild ist wieder da. Yay, Stefan, danke fürs Wechseln des Rechners. Problem? Ich habe gerade schon gesagt, nur damit du im Bilde bist, dass wir gleich ein bisschen die Objektive aufteilen nach Autofokus, Manuellfokus und dass wir heute natürlich über die Makroobjektive sprechen. Wir werden auch über die Manuellfokus sprechen, keine Angst, aber wir würden mal klassischerweise mit den Makros starten. Und ja, was mir aufgefallen ist, ist, ich habe ja eine Umfrage gemacht, habt ihr vielleicht auch gesehen im YouTube-Kanal unter dem Community-Chat. Und ich habe gefragt, welches ist denn euer liebstes Makro? Und ja, die Stimmung war überwältigend, 90er Makro, ne, für die Alpha-7-Serie. Das ist ein wirklicher Knaller. Und Stefan, du bist ja von uns der so ein bisschen mehr Makro macht. Was sagst du zum 90er? Wäre das auch deine Wahl? Das Makro war für mich ja eine absolute Überraschung an der Alpha 7R Mark II. Wir haben das ja bei dir damals im Studio das erste Mal wirklich ausprobieren können. Und da hat mich die Schärfe einfach überrannt. Ja, also es hat mich überrannt. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass du Lachs gesagt hast, ich glaube, ich brauche eine andere Brille, weil das, was das Objektiv sieht, sehe ich gar nicht mehr. Also ungefähr in diese Richtung lief das Thema und das war meine Idee und meine Erinnerung ans 90er Makro. Ja, also sind wir ganz ehrlich, egal wo ihr hingeht, egal zu welchem Händler, wenn ihr sagt, ihr wollt Makro machen, dann kommt als erstes eigentlich immer die Empfehlung 90er Sony. Ja? Auch wenn ihr in den Facebook-Gruppen guckt und euch da umhört, alle Leute, die das Ding gekauft haben, sind da echt begeistert. Ich persönlich habe mir das nicht gekauft. Ne? Es ist ein super scharfes Objektiv, aber ich mache eben nicht so oft Makro. Und die Schärfe ist wirklich umwerfend gut, aber es hat kein so ganz schönes Bouquet. Also es ist okay, es ist ein gutes Bouquet, aber es ist nicht super, super schön. Da fand ich zum Beispiel das 85er einfach deutlich angenehmer. Und jetzt arbeite ich eben sehr offenblendig. Für mich ist das super, super wichtig. Und Makro, ja, das mache ich mal so gelegentlich, aber das war mir jetzt beim Objektivkauf gar nicht wichtig. Deswegen habe ich das nicht gekauft, aber das 90er Makro gehört definitiv zu den höchstauflösendsten Objektiven, die es gibt und ist auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Aber man darf nicht vergessen, es kostet aktuell um die 900 Euro, ist natürlich auch relativ teuer. Es gibt ja noch ein zweites Sony Makro, das 50 mm, ne? Und das 50 mm ist eine ganze Ecke günstiger, liegt aktuell so bei ungefähr 500 Euro. Ist natürlich nochmal klein und leichter. Würde ich persönlich aber wahrscheinlich nicht kaufen, weil mir 50er Makro für das, was ich damit machen würde, einfach zu kurz wäre. Ja? Warum? Bei Makroobjektiven habt ihr natürlich zum einen den Abbildungsmaßstab, also wie groß kann ich mein Objekt im Original abbilden. Der hängt aber natürlich auch mit der Brennweite zusammen. Also der Abbildungsmaßstab hängt nicht genau mit der Brennweite zusammen, aber die Brennweite spielt eine große Rolle, nämlich wie weit ist mein Abstand zum Motiv. Und bei dem 90er Makro sind es irgendwie 27 cm, die ich von der Sensoroberfläche weg sein darf. Wenn ich also vor das Objektiv schaue, dann habe ich zeige es mal hier so an der Seite, dann habe ich wirklich nur so einen Abstand vom Objekt bis im Prinzip zu meinem Objektiv und damit bin ich schon sehr nah ran. Mit dem 50er ist der noch mal viel kleiner. Und damit, ja, ist das Makro nur für bestimmte Bereiche der Fotografie, wo ich eben glatt ausleuchten muss oder gerade ausleuchten muss, wirklich gut geeignet. Und deswegen ist auch die Empfehlung von allen Leuten, die ich kenne, die wirklich Makro fotografieren, eigentlich eher kaufe dir die längere Brennweite im Makro, ne, als kaufe dir die kürzere. Außer du hast natürlich Objekte jetzt nicht so unbedingt flüchten, ne, und wo es nicht relevant ist, wie nah du dran bist. Ich habe unlängst
viele Fotos und Videos von Diamantringen gemacht. Mhm. Und da ist natürlich völlig gleich, ob du 27 cm oder 6 cm dran bist. Das heißt, da kann man natürlich auch mit einer kurzen Brennweite, also zum Beispiel mit dem 30er, 3,5er Blende, auch ganz gut hinkommen und ganz gut arbeiten. Ja, also wie gesagt, ne, wenn du eine Briefmarke fotografierst, wenn du Münzen fotografierst, genau, dann sind die kurzen Makros total gut. Immer dann, wenn du aufwendig ausleuchten musst, wenn das Licht von vorne aufs Motiv muss, also da, wo eigentlich dein Objektiv ist, dann wird es halt schwierig, wenn du so nah an die Linse ran musst. Und vielleicht zeige ich das einfach mal an die Kamera, falls ihr euch schon mal gefragt habt, was dieses Symbol hier auf eurer Kamera bedeutet. Hier, ich zeige es mal hier oben an meiner 7R4, da, wo neben meinem Finger, da ist so ein Kreis mit einem Strich durch. Und der kennzeichnet die Lage der Sensorebene. Das heißt, das ist der Abstand, wo der Sensor im Prinzip im Gehäuse sitzt. Und diese Naheinstellgrenze von dem Objektiv, die zählt jetzt genau von diesem Strich an. Das heißt, wenn da 27 cm draufsteht, dann ist das 27 cm von hier und nicht von hier. Ja, das ganz heißt genau. Also, ich bin dann wirklich nah dran. Und wenn ich jetzt einen 50 mm habe und da habe ich 17 cm Naheinstellgrenze und mein Objektiv ist so lang, dann bin ich quasi ja, 3 cm von der Frontlinse weg. Und das ist fürs Ausleuchten schwierig. Deswegen hängt es sehr stark davon ab, welches Makro das Beste für euch ist. Und ja, die meisten werden euch eine längere Brennweite empfehlen. Nachteil, die sind teurer. Was für Diamanten hast du denn eigentlich fotografiert? Hast du noch gar nicht erzählt. Wir haben länger nicht gequatscht darüber. Da gibt es so eine Dame, die vertreibt über Insta sogenannte Lab-Grown Diamanten, also im Labor gezüchtete Diamanten. Oh. Und die kosten halt ein bisschen weniger, sind aber chemisch und physikalisch wirklich identisch zu einem richtigen Diamanten. Und die Herausforderung da ist, dass du halt extreme Kontrastumfänge hast, ne? Und dass Farbsäume total unstörend reinkommen. Und da verzeiht dir wirklich das Objektiv keinen einzigen Fehler. Du musst objektivmäßig auf der besten Seite sein und du musst halt auch bei den Einstellungen auf der besten Seite sein. Du musst ein bisschen abblenden, du musst gucken, dass die Belichtung perfekt ist, weil sonst hast du halt irgendwelche Säume und Farbränder und die Schärfe stimmt nicht. Also ganz schwieriges Thema, gerade auch im Video. Sehr, sehr, sehr herausfordernd. Hatte ich so okay bisher noch nicht. Aber mit dem 90er habe ich es gemacht. Das hat wunderbar funktioniert und tatsächlich ein paar wenige Einstellungen auch mit meinem 30er, die ein bisschen aus der Entfernung waren, reingekroppt auf den kleinen Sensorpart. Also das war also mit dem 30er APS-C, ne? Also genau, müssen wir vielleicht kurz dazu sagen, hat Stefan im letzten Livestream gesagt, er hat das 30er Makro, das ganz günstige. Das soll heute hier nicht Thema sein, weil es ein APS-C ist, aber auch damit genau kann man tolle Bilder machen, ne? Richtig. Und aber 90er, wie wir halt auch schon so oft gelesen haben, sehr zufrieden, sehr zufrieden. Mhm. Dann lass doch mal durchgucken durch die Liste, was haben denn die User im Chat geschrieben? Dann können wir gleich mal über die anderen Objektive noch drüber schauen. Ich blende mal wieder die Kamera um und guck mal. So. 90er Makro, 24-28 habe ich noch gelesen. Ja, können aha wir auch gleich noch drüber sprechen. Sigma 105, das ist aber natürlich dann mit Adapter, ne? Ja, Sigma 90er Makro ist leider überall ausverkauft. Ja, ihr wisst, vielleicht hängt es auch ein bisschen mit der aktuellen Situation zusammen, ne, dass es schwer lieferbar ist. Das 90er Makro gibt es ja schon relativ lange, aber ich glaube, dass viele Leute einfach jetzt zugeschlagen haben. Ich bin mir sicher, dass es dann das bald auch wieder geben wird, ne? Also vielen Dank da nochmal an Steffen, dass er das da reingeschrieben hat. Und ja, genau. Also die letzten Lieferungen kamen jetzt aber gerade wieder. Zum Beispiel in Schwäbisch Hall kam jetzt gerade eins an, da haben wir jemanden glücklich gemacht, der hat auch lange jetzt gewartet und das kommt jetzt. Der Tim hat seins gekriegt. Der Tim hat es gekriegt, genau. Siehst du, ich wusste es. Ihr alle Kanäle ausgenutzt, der Tim, ich weiß schon. Viele Grüße übrigens. Ja, sehr gut, richtig aus. Ja, also da kommen mit Sicherheit immer wieder welche rein und falls ihr ein Problem habt, das zu bekommen, geht mal zum Fotohändler vor Ort und bestellt es halt vor. Das kann dann schon mal ein paar Tage dauern, aber der ruft euch dann in der Regel an, wenn es da ist und dann bekommt ihr es auch relativ schnell. Jetzt habe ich hier noch gelesen, 100 mm Laowa habe ich auch auf der Liste stehen. 90er, ja. Makrofotografie, Zwischenringe, ja. Wir können auch gerne nachher mal über Zwischenringe sprechen. Es wird Zeit, dass ein 180er Makro kommt. Danke, Andi. War genau das, was ich demnächst an Sony reported habe, dass mir das noch ein bisschen fehlt im Line-Up. Ja, sowas Langes brauchen wir definitiv, richtig. Und 50 mm 2,8. Ja, da haben wir. Ja, da
Dann haben wir ja jetzt so die wichtigsten Objektive genannt. Ich habe auch noch eine interessante Frage entdeckt von Vincente. Ist der einzige Unterschied von Makroobjektiven zu Nicht-Makroobjektiven, dass sie eine sehr kurze Naheinstellgrenze haben? Die Antwort ist nein. Also ja, das ist natürlich die wichtigste Eigenschaft, dass man nah ran kann, aber die Makroobjektive sind eben auch speziell für diesen Bereich gerechnet. Und das heißt, dass sie halt möglichst eine geringe Bildfeldwölbung haben, das heißt eine ebene Fläche auch wirklich eben abbilden, dass sie bis an den Rand scharf sind, dass sie etwas anders gerechnet sind, weil der Nahbereich optisch eine größere Herausforderung ist. Ich mache es mit einem kleinen Beispiel, dann könnt ihr es sehen. Das neue Tamron 70-180 zum Beispiel, ja, das Telezoom, das hat ja einen speziellen Modus, in dem man im Prinzip noch näher ran kann, also einen erweiterten Makromodus, wenn man manuell fokussiert. Und da sagt Tamron dann ganz klar, pass auf, an den Ecken kann aber die Bildqualität merklich nachlassen, weil wenn du die Linsen so nah zueinander verschiebst, ja, dann ist das Objektiv da eben nicht mehr gut. Dafür ist es nicht gerechnet. Und Makroobjektive sind eben speziell für diesen Bereich ausgelegt, sodass sie auch im Nahbereich eben diese Abbildungsleistung nachher wirklich auch liefern, die man braucht. Also das so als kleiner Hintergrund, ohne da jetzt zu tief in die Optik einzusteigen und das zu kompliziert zu machen. Ja, Sigma 70 mm, sehr gut. Und Klassiker fehlt noch, 100er Makro von Canon, ja, mit Adapter natürlich gut zu nutzen, keine Frage. Mhm. Was habe ich noch gelesen? SAL 100 mm 2.8. Stefan, du alter Armer und Adaptierer. Haha, genau. Das ist mir leider noch nicht unter den Adapter gekommen, das 100 mm 2.8. Ich habe tatsächlich auch das Canon relativ oft fotografiert, mit relativ guten Ergebnissen mit dem Adapter. Und was mich ja persönlich noch ganz doll gereizt hat bei Adaption, war das 90er Suico für die OM-Serie von Olympus. Ne? Also F2, hat aber an der 7R2, also ab höherer Pixelzahl über 36, hat es einfach nicht mehr die Auflösung gebracht. Das hat man sofort gesehen. Es war relativ weich und man hat es angemerkt, dass es nicht mehr das Aktuellste war. Aber trotzdem ein bemerkenswertes Objektiv. Ja. Ich muss wirklich sagen, 90er ist the way to go, wie wir auch schon bei vielen gehört und gesehen haben. Was hast du noch adaptiert oder welche haben dich noch begeistert, Lax? Erzähle ich dir gleich. Ich habe ja hier das Laowa stehen, das Vogtländer stehen, Entschuldigung, das fand ich halt richtig cool. Und was mich echt begeistert hat, so von den Bildern, die rauskommen, aber ich habe es noch nicht selber für ein Shooting benutzt. Ich habe es schon mal auf einer Messe benutzt, aber noch nicht, ist das Laowa 24. Laowa 24. Das ganz dünne lange, du weißt, das Probe. Das Probe. Ja, das hat ja auch jemand, den ich kenne. Und genau das finde ich, ist so ein richtiges Spielzeugding. Ne? So richtig was für Männer, für Damen, die mal was ganz Besonderes machen wollen, mal irgendwie durch so einen Bienenstock durchfahren möchten, ne? Oder so wirklich für die besondere Aufnahme. Ich glaube, damit kann man sich richtig ausspinnen und richtig kreativ werden, weil sowas hat halt nicht jeder und sowas kann nicht jeder. Und man da das Problem, was ich damit habe, ist, dass 1.700 Euro für einen Spaß und für ein Spielzeug halt dann nicht so wenig Geld sind und ich brauche es einfach nicht so oft. Also ja, stimmt. Das gesehen, aber das war so das, was mich abgehalten hat. Das stimmt. Manchmal muss man aber so eine Dinge einfach tun und muss dem Spieltrieb dann nachgeben. Ne? Also, weil es ja auch wirklich was Besonderes ist. Also welches Objektiv kann sowas, mit welchem kannst du sowas machen? Hat mich total umgehauen, als ich das erste Mal gesehen habe, auch so ins Flüssigkeiten reintauchen und so. Mhm. Ja, das Laowa Probe, also Sonde. Jetzt haben Probe wir natürlich, dadurch, dass wir aufgerufen haben, mal alle so zu nennen, haben wir natürlich einen sehr, 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 wie soll ich sagen, unsortierte Richtung eingeschlagen. Vielleicht sollten wir das Ganze ein kleines bisschen ordnen, damit ihr auch so ein bisschen mitnehmen könnt, was ist denn besonders und was ist denn vielleicht das richtige Makro für mich. Vielleicht machen wir es doch nicht nach Autofokus, Manuellfokus, vielleicht sondern eher doch ein bisschen nach Brennweite. Weil das so ein bisschen Einsatzzweck, glaube ich, geschuldet ist. Ne? Also die kürzeren Brennweiten, wie das 50 mm Sony oder wie das 65er Apo Lantar oder wie das 40er Batis, das ist ja so eine Serie, ne, kann man sagen. Das sind alles relativ kurze Brennweiten, die aber von der Schärfe, von der Abbildungsleistung wirklich toll sind,
aber eben nicht für alles super zu gebrauchen. Jetzt ist immer die Frage, was will man mit dem Objektiv noch machen? Wenn man wirklich nur Makro macht, würde ich diese kürzeren Brennweiten, glaube ich, nicht empfehlen, außer man hat halt wirklich eine ganz special need. Also wie gesagt, die Briefmarken vollen, ja, oder Münzen oder irgend sowas. Genau. Wenn man das als Porträtobjektiv nutzen will, dann würde ich eher in den Bereich 70 mm, 100 mm gehen. Da kann man das Objektiv dann wunderbar auch als Porträtobjektiv nutzen. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Objektive, die eine noch kürzere Brennweite haben. Die ganzen neuen Tamrons zum Beispiel, die sind ja auch alle makrofähig. Zwar nicht 1:1 Makro, sondern 1:2, aber die haben ja auch diesen erweiterten Nahbereich. Und die eignen sich aber dann natürlich nicht für alle Aufnahmen. Also da kann man halt nicht nebenbei Porträts fotografieren. Aber dafür vielleicht Landschaft. Ja? Und man hat ein kleines und leichtes Street-Objektiv, mit dem man auch mal kleine Details bei einer Städtetour fotografieren kann, was ja auch sehr, sehr charmant ist. Und vielleicht sollten wir die so einteilen. Ne? Und die Größe erklären wir auch hier auf jeden Fall nochmal. Okay, also die Naheinstellgrenze haben wir kurz erklärt mit der Sensoroberfläche. Dann würde ich vorschlagen, was hältst du davon, wenn wir nochmal den Abbildungsmaßstab ein bisschen erklären? Was bedeutet eigentlich 1:1, 1:2, 2:1 und was es da gibt? Magst ganz du das wichtig. Erklären? Ganz wichtig. Dazu hat auch der Andi hier schon eine Frage mit fünffacher Vergrößerung und so weiter. Ne? Mhm. Also mit dem Umdrehen des Objektives. Und oft geht mir, wolltest mich jetzt gerade fragen, ob ich das erklären möchte. Das mache ich sehr gerne. Oft geht man ja davon aus, Makro heißt einfach, wie nah man ein Objekt fotografieren kann. Ne? Was hat denn der für eine Makrofunktion? Irgendwie 3 cm. Mhm. Und genau das ist es aber nicht, was ein Makroobjektiv ausmacht, sondern es ist der Abbildungsmaßstab. Das heißt, wie groß wird ein Objekt auf dem Sensor wirklich abgebildet? Und bei einem, zum Beispiel beim Maßstab 1:1, das ist immer der Standardmaßstab für ein Makroobjektiv, also das muss es haben, also das ist kein Makro, dann sagt man, 1 cm in der Realität ist auch 1 cm lang auf deinem Sensor. Das heißt, von deinen 24 mm zu 36 mm ist genau 10 mm dein Objekt groß und es ist auch auf dem Sensor 10 mm groß. Genau das heißt es. Und damit kommt man natürlich auch zu sehr großen Ergebnissen. Wenn man sich vorstellt, dass man jetzt dieses kleine Bild, was auf dem Sensor abgebildet wird, groß ausdruckt, dann wird auch entsprechend das Ergebnis, die Ameise, die Fliege, das Blatt entsprechend groß gezogen. Ja, so muss man sich das Makro vorstellen. Und diesen 1:1 Abstand, den hat das Objektiv immer bei einer einzigen Abstandseinstellung. Das merkt man zum Beispiel, wenn du mal auf den manuellen Fokus gehst und ganz auf den Anschlag drehst, also nächste Naheinstellgrenze. Und ich dann da was vorbereitet. Nur die Entfernung zu deinem Objekt veränderst. Und dann wirst du sehen, okay, irgendwann schiebst du die Schärfeebene in dein Objekt rein. Das bedeutet, da hast du dann wirklich den optimalen 1:1 Maßstab und kannst auch sicher sein, dass es 1 cm auf 1 cm auf deinem Sensor sind. Und der Lachs hat das mal vorbereitet. Ja, nicht wirklich, aber ich wollte halt gerne mal zeigen. Deswegen, ich muss nur mal gucken, wo ich es hinstelle, damit ihr es auch gut sehen könnt. So ist, glaube ich, am sinnvollsten. Ja. Und ich hole mir gerade mal das HDMI-Kabel und stöpsel das mal an meiner Alpha 7 R4 an. Und das Besondere ist halt, dass Makro wirklich nur bis 1:1 geht. Wenn ein Objektiv einen größeren Maßstab hat, dann wäre es theoretisch schon ein Mikroobjektiv, weil es eine Vergrößerung hätte, wenn wir ganz genau nach Definition gingen. Das heißt, alle, die einen größeren Maßstab haben, das heißt 2:1 zum Beispiel, bedeutet, der 1 cm nimmt 2 cm auf deinem Sensor ein. Er wird also noch größer dargestellt, als er eigentlich ist. Und so eine Objektive gibt es natürlich auch. Und genau das erreicht man dann zum Beispiel auch bei der Idee, den Andi vorhin vorgeschlagen hat, und zwar das Objektiv als Retroobjektiv zu benutzen. Das heißt, es wird verkehrt herum an die Kamera angesetzt. So Adapter, wo man das Objektiv reinschrauben kann und ansetzen kann. Das ist genau. Jetzt muss ich ein bisschen kurz dazwischen, Stefan, nicht, dass wir zu viele Themen auf einmal vermischen. Weil, das ist immer schwierig. Lass mal bei dem Abbildungsmaßstab bleiben und erstmal zeigen, über Adapter und Zwischenringe können wir ja gleich nochmal ausführlich sprechen. Ja, das ist ja gar kein Problem, wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich schalte euch mal auf meine Kamera, da habt ihr sie. Und ich muss sie wieder rausnehmen, Max, ne? Nicht, dass man mich wieder sieht. Ja, das mache ich sofort. Ich wollte nur erst einmal gucken, ob das Bild da ist oder ob ich den Akku noch tauschen muss, aber das Bild ist da, ist alles gut.
So, und dich nehme ich einmal ganz kurz raus. So, zack. Jetzt seht ihr mein Bild hier in der Vergrößerung. Und ihr seht vor Ohren und vorne das kleine Kästchen. Ich vergrößere mal den Ausschnitt. Und was ich jetzt mache, ich blende mal kurz mein zweites Bild ein, hier oben in der Ecke. Ich schiebe jetzt einfach mal das Objektiv näher heran. Seht ihr das? Ja, ich habe jetzt im Prinzip, ich bewege das Objektiv und nicht, also das Objektiv, was vorne vor der Kamera steht, das hier, das bewege ich jetzt auf die Kamera zu, die euch das Bild zeigt. Und dann seht ihr eben, wie sich die Schärfeebene hier verlagert. Und da sind wir schon relativ nah dran. Ich mache das mal noch in der Vergrößerung, dass ihr es mal ganz genau sehen könnt. So. Und genau so fokussiert man eben auch häufig mit Makroobjektiven. Das hier ist übrigens jetzt, und jetzt zeige ich euch was Besonderes, das ist jetzt übrigens die Zahl, die 1,8 von meinem 135mm Objektiv, was hier steht. Und jetzt passt mal auf, was ihr seht, wenn ihr diese Zahl seht. Seht ihr diese kleinen Metallriefen? Ja, ich hoffe, ihr könnt die sehen in der 8 hier. Moment. Da, wo mein Finger... Sorry, jetzt habe ich aus Versehen die Vergrößerung wieder ausgeschaltet. Das ist halt gedrehtes Metall. Ne? Das kann man an der 1 kann man es gerade jetzt noch ein bisschen besser sehen, weil jetzt kann ich ein bisschen genauer positionieren gerade. Das ist halt schon richtig, richtig cool. Und ihr seht hier von der Seite, ich bin jetzt hier laut Objektiv knapp unter 30 cm dran. Das ist das 65er Apollantar. Und scharf gestellt habe ich jetzt eben hier. Ich kann es natürlich auch noch ein bisschen abblenden, dann wird die Schärfeleistung noch ein bisschen besser. Und ihr könnt es noch ein bisschen deutlicher sehen, hoffe ich zumindest. Wobei das ja jetzt das Live-Bild ist, was ihr seht. Ne? Also bitte, bitte verzeiht mir, dass die Bildqualität bei euch da nicht ein bisschen besser ist. Liegt aber jetzt einfach daran, dass hier natürlich die Internetverbindung so ihres zur Bildqualität tut. Aber ihr seht schon, das sind Details und ihr könnt mal auf eurem Objektiv schauen, wie groß diese Zahl ist. Beziehungsweise ich blende euch das nochmal kurz ein. Moment. Ja, wir haben uns gerade das hier angeguckt, diesen Schriftzug da. Ihr könnt mit dem bloßen Auge diese Riefen nicht sehen. Also keine Chance. Ja? Und die habe ich euch eben in der Vergrößerung ganz einfach mit dem Makroobjektiv mal gezeigt. So, ich blende mich wieder aus und blende den Stefan wieder dazu. Buongiorno. Ja, deswegen machen wir das Ganze, ja, dass ihr so ein bisschen mitnehmen könnt. Und das war eben jetzt wirklich dieser tolle Abbildungsmaßstab, mit dem ich eben kleine Sachen ganz groß erscheinen lassen kann. Genau. Darum geht es bei Makro. Es gibt im Prinzip bei den Makroobjektiven oder bei Makroaufnahmen gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Und vielleicht machen wir es wirklich so, dass wir zuerst nochmal über das Zubehör sprechen, weil du es schon angesprochen hattest, Stefan. Es gibt natürlich die Möglichkeit, mit auch einem normalen Objektiv diesen Nahbereich zu erweitern. Mhm. Ja? Die moderneren Objektive, das habt ihr vielleicht auch gesehen, sind im Nahbereich meistens deutlich besser. Also ich kann es auch mal mit einem Beispiel machen. Wenn ich mir hier zum Beispiel das 100-400 anschaue, das, was ich hier habe, die hatten früher so einen Abbildungsmaßstab, beziehungsweise die hatten früher so eine Entfernungsskala. Da hieß es, naja, du musst so ungefähr 2 Meter weg sein bei 400 mm oder 2,50 Meter. Das Objektiv hier hat 98 cm. Steht hier unten übrigens auch drauf. Ist hier ein modernes Objektiv, relativ neue Rechnung. Da unten könnt ihr das sehen. Mit dem Objektiv kann ich hier 0,98 Meter ran. Das ist für ein 400 mm schon extrem nah ran. Das ist also ein Zoom-Objektiv, was zwar noch kein richtiges Makro ist, mit dem ich aber auch kleine Sachen schon groß abbilden kann. Das gilt für das neue Tamron, für das neue Sigma, für das 24-105. Auch das hat einen sehr guten Abbildungsmaßstab, also da komme ich auch sehr groß fotografieren. Und diese Naheinstellgrenze sagt jetzt, wie weit muss mein Abstand Minimum sein, damit ich eben noch ein scharfes Bild bekomme. Jetzt kann man relativ einfach und relativ schnell näher ran, nämlich indem man das Objektiv vom Sensor wegschiebt. Und das kann man zum Beispiel mit einem Zwischenring machen. Das ist so ein kleiner Ring, sieht so ähnlich aus wie ein Adapter, ist aber kein Adapter. Den schraube ich zwischen Objektiv und Kameragehäuse und damit mache ich den Abstand vom Objektiv zum Sensor ein bisschen größer. Riesenvorteil, ich kann dann noch näher ran. Nachteil, ich kann nicht mehr in der Ferne scharf stellen. Also dann ist irgendwann Schluss, sagen wir mal bei 3-4 Metern und alles, was danach kommt, ist dann einfach nicht mehr scharf. Das heißt, für die normale Fotografie ist es dann nicht mehr zu gebrauchen. Und das nennt man eben Zwischenring. Die gibt es in verschiedenen Dicken. Und als Zubehör ist so die einfachste Art, eine hohe Qualität zu bekommen für Nahaufnahmen. Es ist nicht ganz so gut wie ein Makroobjektiv, weil die normalen Objektive da trotzdem natürlich ihren normalen Abbildungsfehler noch haben und die Makroobjektive da speziell korrigiert sind für. Aber es ist schon mal eine ganz tolle Chance.
Es gab früher, gibt es meines Wissens nach jetzt wirklich nur noch selten, diese ganzen Nahlinsen. Hast du die mal probiert? Die Nahlinsen habe ich probiert. Mhm. Also meine Meinung dazu ist, wer sich eine hochwertige Kamera kauft und eine Nahlinse, da hätte ich auch keine hochwertige Kamera kaufen brauchen. Ne? Ihr habt ja Geld in die Hand genommen, ihr wollt ja ein gutes Ergebnis haben. Und eine Nahlinse ist halt nicht vom Ingenieur berücksichtigt. Das heißt, diese Linse ist nicht wirklich sinnvoll zu nutzen. Also da gibt es von mir kein Go dafür. Also wenn ihr so eine Nahlinse kaufen wollt, für eine niedrig auflösende Kamera geht es noch. Da müsst ihr aber ein bisschen drauf aufpassen. Das ist im Prinzip nur eine gebogene Glaslinse, ähnlich wie eine Lupe, die ihr vorne drauf setzt. Und die ist in der Mitte vielleicht noch ganz okay bei einer bestimmten Vergrößerung, aber die ist dann zum Rand hin deutlich schlechter. Es gibt dann noch eine höherwertige Möglichkeit, sogenannte Apochromaten. Das sind dann zwei verkittete Linsen. Auch die verschlechtern die Bildqualität. Ich würde sagen, ein Zwischenring ist da die beste Wahl und ungefähr auch gleich teuer. Also ein Apochromat werdet ihr wahrscheinlich auch nicht mehr so oft finden, gibt es inzwischen nicht mehr so oft. Ist ungefähr so teuer wie ein Zwischenring, der Zwischenring ist aber besser. So, deswegen würde ich dann den Zwischenring bevorzugen. Wenn ihr noch mehr Qualität haben wollt oder noch näher ran müsst, dann gibt es diese Umkehrringe. Und dafür kann man ein Objektiv umgekehrt auf die Kamera setzen. Habt ihr im YouTube-Kanal übrigens auch ein Video zu, habe ich mit dem Novoflex-Umkehradapter mal gemacht. Das heißt, da könnt ihr wirklich sogar mit Autofokus arbeiten. Ihr schraubt das Objektiv umgekehrt drauf rum. Da ist dann so ein Kabel dran mit dem Bajonett, mit den elektrischen Kontakten. Und dann könnt ihr sogar ja, in den Mikrobereich fotografieren. Ja? Und das ist natürlich dann schon, sehr, sehr, sehr spannend. Hier kommen wieder viele noch Hinweise, dass hier auch jemand einen Raynox DCR 250 nutzt oder das Nissi Close-Up Lens 77 mm. Also das der Steffen hat, sagt mir der jetzt Steffen nichts hat da aber schon Erfahrung mit gesammelt. Also da kann man es natürlich gerne mal ausprobieren. Meiner Meinung nach ist das Makroobjektiv immer die bessere Entscheidung. Wenn man auf lange Sicht was kaufen möchte, dann hat man halt auch für lange Zeit ein richtig gutes Objektiv. Ne? Ja, also das ist wirklich so, diese günstige Nahlinse, die kriegte man damals für sehr wenig Geld. Das war immer so der Einstieg. Dann war man mit der Qualität nicht zufrieden. Dann konnte man entweder auf den Apochromaten wechseln oder eben auf den Zwischenring. Und wenn man dann gemerkt hat, Makro ist das Hobby, dann hat man sich eigentlich eher direkt ein Makroobjektiv angeschafft. Ne? Diese Balgengeschichte und das noch extrem vergrößern, das war dann eher wirklich für die Spezialisten und die Umkehrringe. So würde ich es auch handhaben. Und deswegen wäre meine Wahl auch immer das Makroobjektiv, weil es von der Abbildungsqualität einfach das Beste ist. Und wenn ihr eine hochauflösende Kamera habt, dann ist das auch Pflicht. Ja. Genau. Ich muss hier kurz mal Leos Beitrag kurz noch sagen, weil der spielt uns natürlich in die Karten. Bevor er es nicht wieder vergisst, gibt er uns den Daumen nach oben. Er liked uns also. Und dazu möchte ich euch heute gerade diesmal auch gerne dazu nochmal einladen. Ne? Heute ist nämlich ein bisschen was anderes. Vielleicht kannst du da drüber nochmal was sagen, Lachs. Also. Ja, dann natürlich. Also das Erste ist, uns hilft uns natürlich wahnsinnig. Ich meine, wir setzen uns hier jeden Dienstag hin, beziehungsweise meistens schon am Mittwoch der Folgewoche, schreiben zusammen, was wir alles machen müssen, bereiten das vor, erstellen ein Titelbild. Deswegen ist natürlich für euch umso wichtiger, für uns umso wichtiger, dass ihr uns einen Daumen hoch gebt, dass ihr das Video teilt, dass ihr anderen davon erzählt, dass wir das machen. Da freuen wir uns sehr drüber. Deswegen können wir das Ganze ja auch dann für euch anbieten. Und ich habe jetzt gerade zwei wichtige YouTube-Funktionen freigeschaltet. Das eine ist die Supers. Da könnt ihr im Prinzip eine Kleinigkeit spenden für Stefan und für mich. Im Live-Chat geht ganz einfach über die Bestellen. Und ich habe noch was Neues. Das weiß noch fast niemand. Im YouTube-Kanal habe ich die Kanalmitgliedschaft freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr Mitglied im Team Fototrainer werden wollt, dann könnt ihr da einfach mal draufklicken. Gibt es ein kleines Video. Da erkläre ich auch, wie es geht. Und dann könnt ihr uns ein bisschen unterstützen bei der Erstellung von den Videos. Das war jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich hoffe, das seht ihr uns nach. Habe ich einfach eingerichtet, weil ich weiß, dass man bei uns eine ganze Menge lernen kann und dass wir uns ja auch da viel Mühe geben. Und viele Leute haben mich auch danach gefragt. Deswegen habe ich gedacht, das bieten wir euch auf jeden Fall an. Gut. Ich denke auch, dass man das mal machen kann. Vielleicht noch mal ganz kurz. In eigener Sache. Ja, du, vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema. Wie kann ich im Prinzip eine Nahaufnahme erstellen? Und ich würde gerne eine Sache gleich machen. Ich würde euch gerne gleich mal auf das vorletzte Video von mir hinweisen. Da ging es ums Thema Beugung. Und da gibt es ein paar Bilder zum Download. Die habe ich gemacht mit dem 135er. Das ist ja kein Makroobjektiv, aber
Ich renne mal kurz in den Nachbarraum und hole euch das. Moment. Ich bin sofort wieder da. Oh, das verschwindet kurz. Entschuldigung. Ich habe hier so eine komische Fußleiste, die nicht perfekt fest ist. Das war der laute Knall. So, und da habe ich diesen Geldschein hier fotografiert. Ja? Ich halte euch den auch mal ins Bild. Also ganz normaler Geldschein. Ich habe den auf eine Pappe aufgezogen, damit er möglichst gerade liegt. Ja? So, also ganz normaler Geldschein, so groß, wie ihr den Geldschein kennt. Ja? Und das habe ich mit der 7R4 gemacht. Und jetzt seht ihr diesen Geldschein hier. Und wenn ihr ganz genau guckt, dann könnt ihr hier unter der Person so eine ganz, ganz dünne Linie sehen. Und auch wenn ich mich anstrenge und aus dem Abstand schaue, ja, mit Kontaktlinsen an, dann kann ich sehen, da ist so ein ganz kleiner Strich. Dass das Buchstaben und eine Schrift sind, kann man nicht erkennen. Aber ich habe ja das Originalbild hier. Ich zeige euch das mal kurz. Ich muss dafür nur ein bisschen was zur Seite räumen, weil sonst komme ich nicht an meinen Rechner, den ich euch einblenden kann. Und ich öffne mal gerade die Bridge und versuche euch das zu zeigen. Ja? Wie close man inzwischen eben auch mit solchen Sachen rankommen kann. Und dafür gehen wir kurz in den richtigen Ordner. Ja, mein MacBook ist ein bisschen langsamer, der ist ja schon ein bisschen älter. So. Und in Videos verlinkt. Beugung. Alpha 7R4 drinnen. So, und jetzt nehme ich euch mal mit auf den Bildschirm. Den Stefan schalte ich noch mal kurz aus. Du hast ihn, glaube ich, auch noch nicht gesehen, Stefan, ne? Nein, Beugung habe ich noch nicht gesehen. Das ist aber eines meiner Lieblingsthemen im Workshop. Mag ich so gerne erklären. So, also. Mein Objektiv kann im Prinzip diesen Geldschein, den ihr gerade eben live gesehen habt, formatfüllend abbilden. Ja? Und ich vergrößere das mal. Dauert einen Moment. Und jetzt seht ihr da unten diese Linie. Ja? Jetzt habe ich ein Bild gewählt, was nicht perfekt scharf ist. Sorry, da habe ich wahrscheinlich das Offenblendige genommen. Aber ich glaube, ihr könnt jetzt hier diese Buchstaben sehen. Und nochmal, man kann die mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Ja? Und ich blende euch nochmal daneben den Geldschein ein, hier, dass ihr das mal sehen könnt. So, jetzt muss ich mal gucken, wie mein Bild rausgeht. Ach, da war der Knopf, Entschuldigung, hier. Der ganz normale Geldschein und unter der Person hier unten ist diese feine kleine Linie. Ich gehe mal auf ein anderes Bild, damit ihr es noch besser sehen könnt, damit wir auch eins haben, was wirklich scharf ist. Mein MacBook fängt jetzt übrigens an, schwer zu atmen. Ah, nein, jetzt weiß ich auch, was das Problem war. Ich habe ein Blendewert 22 Bild euch gezeigt. Ich hätte vielleicht mal filtern sollen nach den verschiedenen Blendenwerten. Ne? Ah, guck mal, nehmen wir das da. Ich wette, das sieht jetzt besser aus. Da. Dauert? Sehr viel besser. Guck mal, da ist auch scharf. 200%. Man kann diese Schrift da unten lesen. Und das mit einem normalen Objektiv. Nochmal, das ist kein Makroobjektiv. Ne? Das ist das 135-1.8. Damit kommt man schon relativ nah ran, sind 72 cm. Das ist also nicht so leistungsfähig wie ein Makroobjektiv, aber da geht schon eine ganze Menge. Ich blende Stefan mal wieder ein. Wenn ihr wollt, ladet euch die Bilder auch gerne runter. Die gibt es unter dem Video auch zu sehen. Ne? Also da könnt ihr selber an eurem Computer mal gucken. Dann muss ich das hier nicht über den Livestream machen, weil da könnt ihr eben, wie gesagt, die volle Qualität nicht sehen. Welche Blende hattest du jetzt bei dem letzten ausgewählt? Das war Blende 4, weil bei Blendenwert 1.8, muss ich noch kurz dazu erklären, da ist es dann so, dass der Geldschein wirklich plan liegen muss, damit du überall Schärfe bekommst. Ich habe zwar manuell scharf gestellt, aber man konnte sehen, der Geldschein war nicht hundertprozentig identisch und deswegen ist bei 1.8 nicht perfekte Schärfe in den Ecken. In der einen Ecke ist es schärfer, in der anderen Ecke ein bisschen unschärfer, was aber einfach daran lag, dass der Geldschein nur ganz leicht verkantet ist und dann bist du im Nahbereich einfach raus mit Offenblende, ne, mit 1.8. Und wenn du ein bisschen abblendest auf 2.8, dann ist der Plan und dann hast du alle Bereiche in der Schärfeebene und dann ist die Schärfe auch überall da. Und ich habe jetzt 4 genommen, weil ich da auf der sicheren Seite war. So. Und weil es auch so eine Art effektive oder förderliche Blende gibt, ne? Also um wirklich das Optimum nochmal rauszuholen, lohnt sich es auch immer, gerade beim Makro, um nochmal ein bisschen abzublenden und nicht offenblendig zu fotografieren. Ne? Ja, also die Schrift ist wirklich, wirklich klein. Okay, jetzt haben wir im Prinzip geklärt, pass auf, mit normalen Objektiven, mit moderneren kommt man schon näher ran. Ja, das sind ja auch die Tamron-Objektive, das ist ja 1:2 vom Abbildungsmaßstab, mit denen kommt man auch schon sehr, sehr nah ran. Also gerade die neuen Sachen, die da auch echt Spaß machen. Also das 20er, das 24er und das 35er, die sind ja neu, alles 2,8er Optiken, klein und leicht. Wenn ihr das vorhabt, sind die super. Genauso wie das 40er Bartest, das nennt sich ja CF, steht für Close Focus, mit dem komme ich auch nah ran. Auch ein monsterscharfes Objektiv. Also da macht er nichts falsch.
Wenn ihr also Städte macht, wenn ihr Landschaft macht, dann solltet ihr euch das angucken. Damit könnt ihr eben auch den Nahbereich abdecken. Wenn ihr wirklich Makro machen wollt, dann seid ihr eher in dem Bereich 50 mm. Und da gäbe es das 50er Sony. Da gibt es natürlich das 65er, was ihr eben gesehen habt, das Apolantar. Und diese Apolantare sind allesamt, auch das 110er, was wir nachher noch kurz drüber sprechen werden, die sind alle wirklich, wirklich gut in der Abbildungsqualität. Also mit dem komme ich noch näher ran als mit dem. Dann gibt es in dem Segment noch ein Dörr-Objektiv, das habe ich aber selber noch nicht benutzt, ein 60er Makro. Und dann gibt es natürlich da noch, was gibt es noch in dem 50 mm Bereich, noch einige Fremdhersteller, ne? Oder eben manuelle Objektive, die man adaptiert. Was würdest du da empfehlen? Was wäre da so der Bereich, wo würde deine Empfehlung hingehen bei den 50 oder etwas mehr als 50 mm Objektiven im Makrobereich? Oder für 40er Bartis? Bei den 50ern würde ich tatsächlich auch so, bin ja immer der Sparfuchs von uns beiden, ich würde so wahrscheinlich so in Richtung ja, Sigma 70-28 gehen. Ja, also wenn du mir das erlaubst, dass ich 70 gehen darf. Ja, ich hätte das Sigma jetzt eher zu den 100ern gepackt, aber ist ja okay. Das Sigma ist ein gutes Objektiv. Es sticht jetzt aus der Art-Serie, finde ich, nicht so raus. Da gibt es andere Objektive, die ein bisschen besser sind. Aber nichtsdestotrotz kann man das uneingeschränkt empfehlen. Das liegt bei ungefähr 500 Euro, ist damit genauso teuer wie das 50er Sony. In dem Fall würde ich auch eher das Sigma wählen, weil ich die 70 mm wichtiger finde als die 50er. Also das ist auch für viele, die jetzt zum Beispiel umsteigen aus Vollformat, die dann mal den 50er an einer 6000 fotografiert haben, da ist die 70 immer ganz dankbar, weil das 50er an einer 6000 ja auch so in die Richtung 70 geht. Das heißt, die werden sich damit auch schnell zurechtfügen. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe einen 50er an einer Olympus immer gehabt. Die hat ja nur den kleineren Four-Third-Sensor gehabt. Und da sind die 50 mm immer zu 100 geworden. Das heißt, ich habe mich mit dem 100 mm Objektiv dann immer sehr wohl gefühlt, weil ich es kannte und das 50er adaptiert habe. Das heißt also, mit einem 70er wird man relativ schnell wieder dieselben Erfolge feiern, wie zum Beispiel mit seiner 6000, wenn man gerade frisch umgestiegen ist. Ja, so kann man auch mal ein bisschen um die Ecke denken und ein bisschen rangehen, was ist denn die Optik, die ich früher benutzt habe. Deshalb 70er. Ja, witzig ist in dem Zusammenhang auch, wenn wir dann in die längeren Brennweiten schauen, ne? 90 mm, 100 mm, da gibt es dann das 90er Sony, über das wir ja schon kurz gesprochen haben. Wenn ihr Autofokus haben wollt, ist das einfach die Wahl, muss man ganz klar auch so sagen. Da gibt es das Tokina, das 4-in, dann gibt es das Samyang, das 100er, was auch echt gut ist, also wo ich wirklich sehr positiv überrascht war. Dann gibt es noch ein Mitagon 85er, dann gibt es das Apolantar in 100, dann gibt es noch ein Laowa. Das ist sogar noch ein bisschen besonders, weil das nicht 1:1 Abbildungsmaßstab hat, sondern 2:1. Das heißt, damit kann ich noch mal näher ran. Ja, auch wenn das euer Ziel ist, dann habt ihr da natürlich noch mal einen Benefit. Und wenn ich mir die Preise anschaue, das Sony kostet 900 Euro, das Apolantar, das Vogtländer 110 kostet 1200 Euro, ist also teurer. Das Laowa kostet 500 Euro, ist damit halb so teuer, was natürlich interessant macht. Das Tokina kostet knapp über 500 Euro, 550, und das Samyang kostet 425, habe ich aufgeschrieben. Das heißt, ihr habt ja wirklich eine große Auswahl an echt guten Objektiven. Und da sind jetzt noch keine Adaptierten dabei. Ne? Wenn ihr die Adaptierten dazu nehmt, dann habt ihr natürlich auch tolle Makroobjektive und habt da richtig, richtig viele Optionen. Das ist echt so toll, Lachs, ne? Dass wir inzwischen so viele Objektive haben. Das macht mich richtig glücklich, dass man jetzt auch mal sagen kann, okay. Erinnerst du dich noch? Ja. Vor 5, 6 Jahren, als es immer hieß, ja, aber es gibt ja keine Objektive. Ja. Und das hat sich ein bisschen gewandelt, würde ich sagen, wie wir in den letzten Livestreams ja auch allesamt gesehen haben. Also da geht eine ganze, ganze Menge. Genau, und auch immer wieder noch der Hinweis, ne, dass die auch alle echt gut sind. Also die Objektive haben sich in den letzten Jahren, die Objektivhersteller haben sich tatsächlich auf den Hosenboden gesetzt. Und haben ihr Wasser noch mal ein bisschen klarer gemacht und die Luft noch ein bisschen reiner, dass wir weniger Einschlüsse kriegen. Und haben halt wirklich echt gute Ergebnisse. Selbst bei denen, wo wir sagen, okay, die kenne ich jetzt vom Namen nicht so unbedingt. Also ist immer mal ein Blick wert. Ja, also man darf halt auch nicht vergessen, es ist ja, also für diejenigen, die jetzt neu im Fotobereich sind, ne, das könnt ihr so ähnlich vergleichen wie in der Autoindustrie. Ne? Autos können sich die meisten von euch vorstellen, wenn ihr einen Golf aus der ersten Generation nehmt, aus der zweiten, aus der dritten, aus der vierten, aus der fünften, aus der sechsten, ich weiß gar nicht, wo wir aktuell sind, 7, glaube ich, ne? Oder sind wir schon bei 8, ich weiß es nicht.
Die Autos haben sich massiv weiterentwickelt und so ist es bei Objektiven auch. Also die Linsenformen sind neu, die Fassungen werden verbessert, die Glassorten sind besser geworden, die Herstellungsprozesse sind nochmal deutlich verbessert für zum Beispiel asphärische Linsen und lauter so ein Kram. Man kann wirklich pauschal sagen, in den letzten 3 Jahren haben die Objektive nochmal allesamt einen Sprung gemacht, ja, in der Bildqualität. Und das gilt eben auch für die günstigen Objektive. Also die günstigen sind dann vielleicht jetzt genauso gut, wie vor 10 Jahren noch die High-End-Objektive waren. Und die High-End-Objektive von heute sind wahrscheinlich dann einfach nochmal einen ganzen Schritt besser. Aber was ja auch sein müssen, ne? Man kauft ja, heute Anforderungen. In dem Fall kein schlechtes Objektiv mehr, ne? Also ich kenne keins, wo ich wirklich sagen würde, das kann man auf gar keinen Fall benutzen. Und das war früher mal eine ganze Zeit lang anders. Da gab es schon ganz viele Objektive, die eben nicht die Leistung gebracht haben. Wenn du auswählen müsstest, Sparfuchs, welches wäre deins? Wenn du auswählen müsstest und auf eine einsame Insel fährst, welches Makroobjektiv würdest du mitnehmen? Ach, ich nehme natürlich, ganz klar, mein 30er APS-C. Ach, darf ich ja wieder nicht, darf ja kein APS-C. Nee, bei den 100er sind wir doch. Beim 100er würde ich das Samyang nehmen, tatsächlich. Das ja, hat 425 Euro, manuell Fokus reicht dir. Gutes Objektiv. Bei Makro sowieso, ne? Da brauchst du nicht. Also wir haben ja so ein kleines Video über die Alpha 6000 gemacht, wie man am besten Makro fotografiert. Mhm. Und da ist das Manuelle natürlich auch eine ganz normale Sache für Makrofotografie. Habe ich auch mit meinen Jungs hier in der Küche mal so einen Morgen Sonnentau fotografiert. Und dann haben wir alles manuell gemacht und dann haben wir es auch schnell verstanden. Also das muss man lassen. Für Makro würde ich den Autofokus sparen. Wenn es wirklich um gutes Makro geht und nur Makro ist, dann das Samyang 100 mm. Wenn ihr nur ein Objektiv kaufen wollt, ganz klar das 90er Makro. Damit könnt ihr Porträt fotografieren. Da habt ihr den Augenautofokus. Der ist auch einigermaßen schnell. Er ist nicht der allerschnellste, aber bitte nicht falsch verstehen, er ist immer noch rasend schnell. Das reicht für Porträts locker, locker, locker aus. Und da seid ihr dann eigentlich in dem Bereich bestens ausgestattet. Wenn ihr sagt, ich will aber vielleicht noch mehr, dann könnte das Laowa interessant sein. Da habe ich aber zum Beispiel noch keinen Vergleich gemacht. Deswegen kann ich nicht sagen, wie gut ist das denn bei 2:1 Abbildungsmaßstab. Also da kann ich euch jetzt in dem Fall leider keinen Tipp geben. Das müsst ihr dann, wie gesagt, ausprobieren. Einige Händler haben ja solche Sachen auch da. Genau. Kommen wir doch noch mal kurz zu dem Exoten, bevor wir dann noch mal zu den Fragen kommen. 24er Probe. Ja, das ist dieses ganz lange. Könnt ihr mal googeln. Ja? Laowa Probe 24 mm F11. Ne, F14 ist es, ne? 14 ist es. Es sieht nicht aus wie ein Objektiv, wenn man das erste Mal sieht. Genau. Man könnte ist vorne wasserdicht und hat ein Ringlicht drumherum und ganz viele Commercials sind damit gedreht, also Videos, ne? Und ja. Ja, würde ich halt so durchfahren an Getränkedosen vorbei, ne? So ganz tiefe, untersichtige Blickwinkel hat. Das kann man halt machen. Stefan, ruckelt deine Internetverbindung oder meine? Weil bei mir ruckelst du gerade im Bild die ganze Zeit. Alles gut. Ich stelle mal hier alles ein, was ich einstellen kann. Ich drücke mal hier ein paar Knöpfe. So, nee, das kann man wieder Standbild. Okay. Nee, ist alles gut. Es war mir nur gerade aufgefallen, weil ich habe gerade gedacht, du zuckst so und dann dachte ich mir, nee, okay, ist nur ein bisschen ruckelndes Bild. Ja, wir sind in Deutschland. Ja, da gibt es ab und zu mal ein bisschen Internet. Bisschen Ruckeln, gehört da zum guten Ton. Ja. Wir brauchen kein schnelles Internet, flächendeckend. Oder wie war das? Ja. Das hat man, glaube ich, 1980 oder so, hat irgendwer entschieden, dass wir kein Glasfaser kriegen, sondern stattdessen Kabelnetz. Ich glaube, der Helmut Schmidt hat gesagt, wir kriegen Glasfaser und dann kam irgendjemand anders und gesagt, wir brauchen kein Glasfaser. Helmut Schmidt hat das schon gesagt. Ne? Da bin ich raus, da kann ich jetzt nicht folgen, da habe ich nicht so gut... Habe ich nicht so ganz verfolgt. Naja, okay. Off-topic. Entschuldigung. Ja, du, gar kein Problem, gar kein Problem. Ja, jetzt gibt es natürlich noch ein paar andere Makroobjektive und da gibt es auch so ein paar ganz komische Exoten noch dabei, ne? Habe ich gesehen. Also Mitagon Creator 85er habe ich gesehen, habe ich aber selber noch nicht verwendet. Genauso wie das Meike, das dann nochmal günstiger ist. Das liegt irgendwie bei 280 Euro für einen 85er 2.8. Und dann gibt es noch das IRIX, das Sinne-Objektiv für Makro. Das ist allerdings ein 150er. Und das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was ich mir wünschen würde. Weil ich weiß, dass für Naturfotografen meistens die Brennweite zu kurz ist. Also 90er Makro kann da, wenn du zum Beispiel kleine Tiere fotografierst, schon zu kurz sein. Also ein 180er gab es ja früher oder 150er von Sigma als Makro. Genau. Sowas würde ich mir eben auch wünschen, wie wir es vorhin auch schon gelesen haben. Das habe ich auch neulich Sony gerade erst erzählt.
und habe gesagt, pass auf, das hätte ich gerne, weil ich einfach weiß, dass viele Leute das gerne nutzen würden. Na? Der Hinweis auf das 180er Sigma mit dem Adapter kam übrigens vorhin auch schon im Chat, habe ich auch schon gelesen. Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Ich versuche mal so beides so ein bisschen zu machen. Das war wirklich keine interessante Frage verlieren und die Sachen wirklich auch zur Sprache kommen, die ihr wissen wollt. Deshalb nehmen wir uns mal so ein bisschen auch die Zeit dafür. Ne? So, haben wir noch einen Exoten? Ich glaube... Ich gucke nochmal durch, vielleicht finde ich ja noch was im Chat. Mit den 150er. Irix. Ja, interessante Maike. Geschichte habe ich noch gelesen. Das 90er ist einfach unschlagbar, schreibt Leo, und hoffentlich bringt Sony noch in der Kamera Fokus-Stacking. Ja, auch das habe ich mir schon relativ häufig gewünscht. Nicht, weil ich selber oft brauchen würde, sondern weil ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute das gerne machen. Ansonsten könnt ihr das natürlich aber auch über einen Makroschlitten machen oder über einen anderen Verstellweg. Also da gibt es ja Möglichkeiten. Oder wenn ihr sagt, pass auf, ich will das aber automatisiert machen, dann macht es in der Fernsteuerung über einen Computer mit dem USB-Anschluss. Da könnt ihr bei den neuen Kameras, dritte Generation der 7er Serie und vierte Generation, den Autofokus ja, oder den Fokus, muss ich sagen, Autofokus ist es ja dann nicht, manuell verschieben. Und dann könnt ihr halt im Prinzip automatisiert auslösen und könnt halt im Prinzip die Bilder direkt speichern. Und damit könnt ihr dann Fokus-Stacking machen. Fokus-Stacking müssen wir kurz erklären. Wer ja eben das 135er gesehen hat, der hat gesehen, es war ja wirklich nur die 1 scharf. Und die 8, die im Prinzip ein Stückchen weiter hinten war, war schon komplett in der Unschärfe. Hängt einfach natürlich an dem Blendenwert. Jetzt kann ich abblenden, aber wenn ich zu viel abblende, verliere ich wieder Schärfe wegen Beugung. Guckt euch das Video an, wenn euch das näher interessiert. Um das jetzt zu vermeiden und trotzdem ein scharfes Bild von vorne bis hinten zu kommen, kann ich natürlich auch Bilder mit verschiedenen Schärfeebenen machen und die dann über die Software wie zum Beispiel Helicon Focus zusammensetzen. Ja? Oder auch über Photoshop geht das inzwischen ja auch. Und dann kriegt ihr natürlich ein Bild, was von vorne bis hinten scharf sein kann. Da müsst ihr euch aber dann wirklich in die Software einarbeiten und müsst gucken, wie groß müssen die Abstände sein, wie müsst ihr das belichten. Idealerweise, und jetzt kommt die Profi, der Profi-Hinweis, solltet ihr nicht die Focus-Stacking in der Kamera nutzen, sondern am besten die komplette Kamera-Objektiveinheit verschieben. Gibt es von Novoflex einen schönen Einstellschlitten, Castello. Und schöne Grüße an den Kollegen, ja, der den entwickelt hat. Der hat mir den ja sehr, sehr umfangreich mal gezeigt. Und das ist halt der Oberwahnsinn, ne? Dass du da alles einstellen kannst. Allerdings auch wieder richtig teuer. Also das ist dann wirklich nur was für die Nerds. Wenn ihr aber die beste Qualität haben wollt, wäre das halt ein Weg. Gut, was haben wir noch an Fragen? Vollformat, APS-C, ja. Wir müssen das Fokus-Bracketing, was Standard ist bei den anderen Herstellern. Ja, es führen immer mehr ein, da hast du recht. Natürlich nicht in allen Kameras, sondern meistens nur in den ganz neuen Modellen. Ja. Eine Frage noch war, welche ist die richtige Blende bei meinem Makroobjektiv? Ne? Gute Frage. Das kann man jetzt gar nicht so einfach beantworten. Da hat er im Chat, haben schon einige auch geschrieben, so zwischen 8 und 11. Also tatsächlich hat jedes Objektiv im idealen Bereich, diese förderliche Blende, ne, wo sie immer hundertprozentig ihre Leistung liefern, die sie auch wirklich haben. Man kann das an so einer MTF-Kurve am besten ablesen, wo das die beste Schärfeleistung gibt. Und wer danach geht, ist natürlich auf der richtigen Seite. Muss ich vielleicht kurz einhaken, weil das eine ist ja so ein rechnerischer Wert, ne, den man so eintragen kann und dann kriegt man einen Wert ausgegeben. Meine Erfahrung ist, dass man da ruhig ein bisschen großzügig auch drumherum liegen darf. Also wenn da rauskommt, pass auf, bei Blendenwert 5 kriegst du das beste Bild. Ob du dann 4 nimmst oder 8 oder 5, ist fast egal. Da ist die Schärfe so nah beieinander, das spielt keine große Rolle. Wenn du natürlich bei 1,8 bist oder bei 22, dann musst du sehr, sehr stark aufpassen. Also in der Regel würde ich sagen, so zwischen Blendenwert 4 und 8 seid ihr fast immer auf der besten Seite des Objektivs. Das gilt für fast alle Objektive, so pauschal. Blendenwert 11 müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ab da tritt so ein bisschen Beugung auf, ist aber in der Praxis meistens noch irrelevant. Ja? Also hängt natürlich auch ein bisschen von der Kamera ab, aber bis 11 würde ich sagen, ist unkritisch. Ja? So 4 bis 11, oder? Ja. Also das ist so eine Universalempfehlung. Ne? Guckt es bitte genauer nach. Probiert es halt mal aus. Meine Erfahrung ist, bei 11 wird die Schärfe, also ich habe es ja in dem Video gezeigt, bei 11 wird die Schärfe ein bisschen schlechter.
Wenn du es einen Tick nachschärfst in der Software, siehst du den Unterschied nicht mehr. Also da geht so wenig Schärfe verloren, dass es mit einem kleinen bisschen Nacharbeiten kein Ding ist, die Schärfe wiederherzustellen. Ja. So, Fridays for Vapors hat nochmal gefragt, er ist neu in der Fotografie, also herzlich willkommen. Für Neue sind wir immer offen, ob bei APS-C, beim Crop, nur die Blende mal 1,5 genommen würden oder alles andere auch. Da nochmal ganz klar an dich gehen, du meinst bestimmt die Brennweite, die sich da verlängert, 1,5 ja. Und es gilt auch nur für die Brennweite. Nochmal ein kleiner Tipp von uns, Techno hat schon geschrieben, Blende bleibt Blende, aber das nochmal ein bisschen weiter. Ja. Ich habe festgestellt, dass ich bei der Makrofotografie mehr Licht benötige. Ja, ist so. Genau, das. Lichtstärke sinkt im Nahbereich, weil die immer auf unendlich angegeben ist. Bei Makro ist es generell so, da man ja mit höheren Blendenwerten arbeitet, braucht man fast immer Licht. Und ihr habt es vielleicht gesehen, hier meine Kamera, die steht im Licht. Also ich weiß nicht, ob ihr den Schein sehen könnt. Die glänzt so ein bisschen und das hängt einfach damit zusammen, dass ich hier vorne ein kleines Licht für euch aufgebaut habe, einfach weil es besser aussieht. So, ja. Und mit solchen Sachen kann man sich da im Nahbereich halt natürlich helfen, ne? So als kleiner Tipp. Gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe hier hinten noch meinen kleinen Loom Cube, wer noch nicht gesehen hat. Halte ich euch mal hier in die Kamera. Kleines LED-Licht, ultra hell. Ich würde es euch auch anschalten, wenn der gerade noch Strom hätte, hat er aber gerade nicht. Und für sowas ist für den Nahbereich natürlich toll. Also damit kann man viele, viele, viele Sachen anfangen. Ich hier meinen gerade griffbereit, meinen Loom Cube. Ja, meine sind beide leer. Ich habe den letzten Zoll angelassen, deswegen. Ah ja, doch, hier ist er. Ist mir eingefallen, deswegen habe ich ihn nicht angemacht. 1500 Lumen hat das Ding. Echt mega hell. Ich lasse nur mal ein bisschen blitzen hier. Nee, mach mal ganz an, bitte. Weil das Blitzen kann man im Video ja nicht so gut sehen. Ja, das ist krass, oder? Ja. Das ist der Wahnsinn. Da haben wir so eine Langzeitbelichtung auch so einen wachsenden Kressesamen fotografiert für die Schule. Das war sehr praktisch. Also die halten auch relativ lange durch. Wir haben natürlich mal wieder ausgeschaltet. Mehr Licht auch deshalb, weil man, wenn du im Außenbereich bist bei Makro, dann ist so ein wiegender Grashalm manchmal schon so schnell für deine Verschlusszeit, dass du den tatsächlich nochmal anblitzen musst, ne? Oder in so eine schnelle Verschlusszeit eintippen musst, dass du den halt wirklich scharf abbilden kannst. Da ist so ein kleiner Windhauch manchmal so eine schnelle Bewegung, die es halt so ein ja, unscharfes Bild ergibt. So eine Bewegungsunschärfe will man natürlich im Makro nicht haben. Deshalb da auch gerne mal eine 200stel, 250stel im Außenbereich, wenn ihr die Biene fotografieren wollt, und dann wird es schon schwierig. Da muss manchmal einfach separates Licht dazu. So, hast du noch... Ich blätter gerade nochmal. Für mich ist es immer so ein bisschen schwer, weil ich hier nicht den ganzen Chatverlauf immer sehen kann, weil das zu weit weg ist. Ja, ich bin hier bei Rainox gerade. Dann bin ich jetzt bei Sigma mit dem 180er. Über Focus Bracketing haben wir schon gesprochen, Steffen. Haben wir gerade schon gemacht. Genau. Retro für Andy haben wir auch gemacht. Retro-Objektive. Und die ganzen alten adaptierten Objektive, die ihr uns natürlich rübergeschoben habt, waren auch schon ganz zu Anfang ein Thema. Mhm. Na, dann könnte das ja heute mal eine Punktlandung werden, Lachs. Was hättest du denn davon? Oh, das wäre ja... Premiere. Gedruckte Bilder, Mr. Monk fragt, habe ich ein gedrucktes Makrobild hier? Nein, habe ich nicht, weil ich war die letzten zwei Tage unterwegs und nicht hier im Studio. Und ich habe die Makros nur auf dem Rechner, also da könnt ihr nur die Bilder selber runterladen. Aber man kann Makroobjektive auch richtig, richtig toll printen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, macht das. Und ein kleiner Tipp, wenn euch das Thema Printen interessiert, letzten Samstag habe ich ja mit dem Stefan, mit dem Thomas Adorf den Livestream gemacht. Und Stefan, du hast ihn nicht gesehen, nehme ich an. Ich musste mal Samstag Family Day machen. Ja, das war mir schon klar. Nee, aber ist ja auch vollkommen okay. Nur falls sich das Thema Printen interessiert, schau mal rein. Ich fand es echt super mit Thomas und natürlich auch mit dir. Ja, deswegen machen wir das hier auch jede Woche. Ja, also so. Printen habe ich mich noch nicht rangetraut, aber ich bin immer wieder so davon begeistert, was so ein Bild gedruckt nochmal an Emotionen transportieren kann. Also das wird sicherlich auch mal für mich ein Thema, früher oder später. Jetzt haben wir hier unten noch zwei Fragen, einmal von Steffen, einmal von Max zum Thema Licht. Welchen Diffusor würdet ihr verwenden? Das kommt ein bisschen darauf an, was du genau machen möchtest. Also wenn du ein kleines Objekt hast, würde ich dir empfehlen, so ein ganz günstiges Lichtzelt zu kaufen aus so einem durchsichtigen Plexi. Da gibt es wirklich so kleine Koffer.
draußen eine Blume reinstellen, dann hast du sehr weiches Licht von allen Seiten, funktioniert super. Oder einen, was ich gerne benutze, einen Sunbounce-Reflektor, dann mit einem 2/3 oder durchsichtigen, da kannst du oben drüber halten, hast halt wolkigen Himmel, super gleichmäßige Ausleuchtung. Ansonsten, wenn es um Blitze geht, ich würde eigentlich keinen Nahblitz mehr kaufen. Also klar, wenn ihr Tröpfchenfotografie oder so macht, dann könnt ihr auch einen normalen Blitz kaufen, aber ich würde keinen Zangenblitz zum Beispiel mehr kaufen. Den Zangenblitz bringt man hier vorne am Objektiv an und kann ihn dann steuern, aber das ist meistens zu gerichtet von vorne. Ich würde dann eher so ein kleines Licht nehmen, das reicht meistens aus, also außer ihr wollt wirklich Insekten oder sowas fotografieren, was sich halt sehr, sehr schnell bewegt. Und dann könnt ihr aber das Licht viel genauer sehen. Und das ist in dem Bereich, finde ich, ziemlich wichtig, damit man einfach den Schatten sehen kann und den Schattenwurf. Da würde ich also eher mit Dauerlicht arbeiten und die LEDs sind inzwischen auch so hell, dass das geht. Wenn es ein Blitz sein würde, ich würde mir, jetzt mache ich nicht so viel Makro, also bitte müsst ihr für euch entscheiden, aber ich würde mir keinen Makroblitz speziell kaufen. Ich würde dann wahrscheinlich einfach meinen Funksender oben drauf setzen und den Blitz seitlich positionieren, habe ich mehr von. Mhm. Weil den Blitz also kann ich dann auch für normale Sachen nutzen, oder? Wie es gibt natürlich auch ein paar Anwendungen, wo der zwingend notwendig ist, ne? Also gerade so Zahnarztgeschichten und so weiter, da musst du halt auf so einen Spangenblitz zugreifen, auf so einen Bracket-Blitz oder wie man es auch nennen mag. Da ist ja die Auswahl auch gar nicht so groß, ne? Also da gibt es einmal dieses einfache Ringlicht von Sony. Ich glaube, das wird einem Anspruch von einem richtigen Zahnarzt nicht gerecht. Nein. Da würde ich wahrscheinlich wirklich schauen, ob die Kollegen von Nissen, Metz und wie sie alle heißen, eine entsprechende Sache haben. Eine Empfehlung kann ich ja leider nicht geben, aber natürlich muss man da durchaus schauen. Ja, also da muss man halt wirklich sagen, da kann man inzwischen echt viel Zubehör kaufen. Aber ich würde es, wie gesagt, meistens mit Dauerlicht machen. Und wenn es jetzt so ein Business-Einsatz ist, wo es halt darum geht, was weiß ich, Lackschäden zu fotografieren oder Zähne oder Sonstiges, ne? Wie der Stefan gerade schon sagte, dann müsst ihr schauen, da würde ich dann auch zum Fotohändler eures Vertrauens gehen und da mal genau nachfragen und die sollten euch da zeigen können, was für Optionen es gibt für eure Kamera auch. Ne? Der Hausmeister Schröder mag meinen Berliner Dialekt, das finde ich gut, ich mag den auch. Sehr gut. Ich stehe dazu. Ja, Mr. Monk sehr gerne, für dich machen wir den, für alle anderen machen wir den und ja, wir sind richtig live, sind wir auch noch mal ein Stück besser, wenn man uns direkt fragen kann und gleich schlagfertig noch mal eine Antwort. Und wenn wir ein bisschen erholter sind, also ich bin heute wirklich hier reingestürmt und habe noch schnell die Lampen aufgehängt, damit ihr ein ordentliches Bild bekommt. Ich war jetzt einfach 2 Tage komplett außer Gefecht beziehungsweise komplett im Einsatz und habe gearbeitet und deswegen ja kurz entschlossen noch den Livestream. Ich habe also noch bei mir sieht's auch sehr. Der hat schon gesagt, der hat noch irgendwelche Fragen gestellt. Ich habe noch nichts gelesen heute. Ich saß im Auto und habe gearbeitet. Ich beantworte die immer dann, wenn ich Zeit dafür habe. Und da habe ich noch nicht geschafft. Stefan, was machen wir als nächstes? Wird auch schon gefragt. Ein neues Thema für die neue Woche. Wir haben noch keine 35er. Glaube ich. Das fehlt noch. Streetfotografie. Was haben wir noch nicht? Was fehlt noch? Ah, das war es eigentlich, ne? Nee, Ultraweitwinkel fehlt noch. Ultraweitwinkel, genau. Das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Also 35 Ultraweitwinkel. Über Nahlinsen haben wir schon gesprochen, Adam. Einfach nochmal durchgucken. Wenn du den Anfang eh nicht mit dabei hast, dann kannst du wirklich nochmal von Anfang anfangen. Dann ist noch was dabei. Ja, was könnten wir. Wir können auch was ein ganz anderes Thema machen. Ja, wenn die Objektive gehen uns ja langsam aus. Wir müssen dann ein anderes Thema machen. Das hilft ja nichts. Und es gibt ja auch so wunderbar viele. Ich glaube nicht, dass uns die Themen ausgehen. Nö. So, Weitwinkel für Fullframe, ganz genau. Das steht noch aus. So, dann entscheid mal, Stefan. Nächste Woche Dienstag. Das ist dann, das ist um 19 Uhr wahrscheinlich wieder, ne? Würde ich sagen. Dann würde ich sagen, das Beste nehmen wir zum Schluss, wir nehmen 35 mm zuerst. Okay, dann machen wir nächste Woche 35 mm, also schreibt euch das schon mal in den Kalender. Ihr wisst ja, dass ich den Weitwinkel so mag und sorry, dass ich dich jetzt, Jason, dass du jetzt warten musst nochmal eine Woche länger.
hoffe, dein Urlaub steht jetzt nicht direkt an. Ja. Und ich aber dann, wenn dem so ist, schreib einfach, dann kriegst du eine separate Beratung von mir. Genau. Und ich werde das Video heute dann abschließen, werde es auch wieder online stellen. YouTube braucht immer ein bisschen. Vergesst bitte das Liken nicht, also auch im Nachhinein gerne noch und schreibt auch gerne im Nachhinein noch Kommentare drunter, das freut uns immer sehr. Teilt es gerne weiter und nächstes Mal sind wir, glaube ich, ja, ein bisschen vorbereitet. Da habe ich nicht ganz so viel Stress, weil ich bin ja wirklich kurz vorher erst angekommen. Deswegen sorry dafür, dass wir heute so ein bisschen in den Themen gesprungen sind, aber ich glaube, ihr verzeiht uns das. Genau, wir tun ja doch immer hier gut abreißen, von daher, ich fand dich wieder gut, Lachs. Auch wenn es mal ein bisschen holprig wird, das ist halt live, ne? Das geht halt mal. Und bis wir dann irgendwann auf der großen Bühne sind, haben wir das alles im Griff. Schreibt eure Wünsche ruhig weiter in den Chat. Wir lesen die alle. Ne? Also ich weiß, Blitzen und Co., da kommen immer wieder ganz viele Fragen. Werden wir mit Sicherheit auch irgendwann behandeln hier im Livestream, aber ich kann noch nicht sagen, wann. Ja, von meiner Seite war es das. Ich sage ciao, Stefan. Von meiner Seite auch. Letzte Worte. Macht es gut. Und bis bald. Wir sehen uns. Ciao.